Yo Leute, Hobbitiere, Gamer Engineers. Ja, willkommen zu einem weiteren Sammelpart. Heute passiert leider nicht so viel. Hoffe, man schaut sich trotzdem irgendwie an. Ja, wie man sieht, ich bin einmal gestorben. Ich habe hier noch einen vereisten Schrein gefunden. So irgendwo hier am Arsch der Welt. Ich habe kurz auf der Karte gezeigt, wo es war. Der ist im Eis drinnen. Das heißt, das kann jetzt ein wenig. Da. Okay. Hat sich erledigt. Ja. Mir ist nur aufgefallen, dass mir einer fehlt und mir fehlt sogar noch ein zweiter hier in den Hebra-Bergen. Bei dem weiß ich allerdings noch nicht, wo er ist. Wie gesagt, in dem Part wird es wahrscheinlich mehrere Cuts geben. Wie viele genau, weiß ich noch nicht. Reiche mir Eis da und ich zeige dir den Weg. Ja, okay. Lässt sich einrichten. Das war gerade so geil mit der Stimme. Manchmal habe ich solche Stimmbrüche in meiner Stimme drinnen, die total witzige Sounds ergeben. Wie jetzt eben. Okay, naja gut, wir sollen dem Typen Eis bringen. Wahrscheinlich nicht so nahe, ich habe eh die Temperaturanzeige an, nicht so nahe ans Feuer. Wie soll denn das gehen? Ja, irgendwie so halt. Ist das ganz durchgegangen oder nicht? Ja, ist es. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gedacht war. Kann der springen mit dem Shit? Ich werf das doch lieber rüber, ha? Oh, Kacke. Ah, aber der Eisblock ist doch da. Wow, 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 wow. Hä? Moment mal. Ah, ja voll. Der war ja aus Metall. Eigentlich voll unlogisch, der müsste ja auch übelst heiß sein, aber der ist einfach mal so komplett kalt. Ist klar, Alter, ist klar. Logik FTS. Okay, Danz, schalt jetzt mal deine Denkbirne ein. Wie müsste man das angehen? Ist da eine Schatztruhe drin? Ja. Jo. Will ich die holen? Oder nicht? Habe ich wirklich Bock dazu? Vor allem Link kann er das Ding nicht mal durch die Gegend treten. Das ist ja das Blöde. Mit Stasis. Ich weiß nicht, ob das so gezielt geht. Ja, mit Stasis wird's gehen, ja. Aber wenn, dann muss man schnell sein.
Nicht schnell wechseln. Komm, 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 das ist gleich weg. Das ist nach oben, link, nach oben. Ja, ist wurscht, so geht's auch. Jetzt muss ich selber natürlich auch noch durch. Mann, was? Jetzt weiß ich, wie sich Minecraft-Spieler fühlen. Nö, also mit so einer Scheißkamera geht das bestimmt nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ich fress eine Heilung und gut ist. Und jetzt nimm den Scheißblock und geh. Geh einfach. Ja, ich merke gerade, mein Mikro ist leicht abzentriert. Ich muss es wieder zentrieren. Weg mit dem Shit und jetzt gib her. So dann, wir sehen uns dann gleich wieder. Cut, Leute. Hier habe ich was ganz Witziges übersehen. Das habe ich nur so beiläufig jetzt gefunden. Hier ist ein Kroggy. Ja, ist ein kleiner Stein, brauche ich jetzt nicht schneiden. Oder beschleunigen. Ist okay. Na? Na also. Jo Leute, kann schon weitergehen. Hier, jetzt holen wir uns was von Farodra, wenn ich mich nicht irre, wie der Drache jetzt heißt. Ja. Hoffe mal, dass er so heißt. Mich stören nur gerade diese dämlichen Viecher hier. Oh! Hier ist sogar ein Krogrätsel. Okay, Leute, ich habe gerade irgendwie Schwierigkeiten, da drauf zu kommen. Muss ich irgendeinen Stein wegnehmen oder was muss ich da machen? Hier springen was nicht wegnehmen. Nö. Ah, jetzt ist der Drache da. Geil. Warten noch, warten noch, warten noch, warten noch. Noch nicht. Jetzt dann. Und. Nein, noch ein bisschen. Scheiße! Ihr müsst entschuldigen, mein Hund ist gerade bei mir. Komm schon, raus mit dir. Da vorne ist eh wieder so ein Luftstrom. Denke mal, da komme ich noch ran. Ja. Hey, wo ist mein Preis hin? Ist das irgendwo da runtergefallen? Das wäre jetzt nämlich echt blöd.
Na, warte, noch. Ich weiß nicht, ob ich Revali Stimme noch verschwenden soll. Ich muss ja noch diesen einen Schrein suchen. Ah, und das dauert wieder und das dauert wieder. Das ist ja nicht schön. Na gut, lass mal Farodras Zeug liegen. Was soll ich denn machen? Ich muss die Folge ja weiterbringen. Wo ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Aha. Ein Schreinsockel? Wie soll ich denn da jemals. Warte, da sind Blitze drauf abgebildet. Muss ich dann Pfeil reinschießen? Nein, mein Sinn will es machen. Oder ich muss halt mit so einem Stab da was reinballern. Probieren lässt sich's auf jeden Fall. Na komm, wähl die Strompfeile aus. Und nein? Echt nicht? Aha. Okay. Also jetzt habe ich gerade keine Idee, wie das gehen könnte. Mal überlegen. Mit dem Stab da hochschießen, das ist auch Blödsinn. Urbosas Zorn? Glaube ich hier. Ach, kommt, Leute. Ich setze hier einen Cut, das mache ich irgendwann später. Stattdessen können wir ja mal das Krog-Rätsel beenden. Ich bin nämlich glanzhaft daran vorbeigelaufen. Besser gesagt, ich habe den Stein in die falsche Richtung geschmissen. Jo. Also die meisten werden es schon sehen, was fehlt. Hier ist ein Stein zu viel. Und der muss da drüber. Es war eigentlich nicht schwer. Man muss es halt nur sehen. Das ist halt das Dumme dran. Also man muss wirklich sehen, dass es. Somit hätten wir auch einen weiteren Krog. Ich wollte sowieso noch dieses riesige Schwert untersuchen, was angeblich zu dieser siebten Göttin oder achten Kriegerin oder was weiß ich, was das war, gehört. Weil das Schwert ist ja irgendwo. Moment, Moment, Moment. Hab's gleich. Ah, da hinten ist es, da hinten ist es, da hinten ist es, da hinten ist es. Geil. Aber zuerst mal eine Heilung und mehr Tempo. Das habe ich in den letzten Parts sehr zu schätzen gewusst. Ich mache ja auch ein bisschen was offscreen. Ich stelle mich halt dann nur wieder auf genau die Stelle, wo ich vorher gestanden habe. Deshalb weiß ich auch, wie schwer das zu erkennen ist. Im Übrigen freue ich mich schon auf Mario Odyssey. Morgen ist es dann soweit. Bin natürlich schon vorbereitet, habe auch schon ein paar Thumbnails, also die ersten drei Thumbnails habe ich schon mal vorbereitet. Es wird ein, wie ich es jetzt nenne, Sturmprojekt. Und zwar werden drei Folgen täglich kommen. Das heißt, ich werde einer der schnelleren Let's Player sein. Tja, wie passend. Ein Gerudo, zwei Hände. Bam, bam. Jawohl. Was haben wir noch hier für Blödsinn? Mondhügel braucht auch keiner. Und tot.
Gerudo 2. Ah, ich bin. Hä? Ach so, das Master Sword verbraucht ja keinen Slot. Naja, gut, weg mit der Gerudo-Lanze, die ist eh kacke. Ich muss sagen, ich habe die zwei Hände lieber. Da hinten gibt es auch noch Wildbären. Die Mission werden wir heute auch abschließen. Aber kommen wir wieder zurück zu Super Mario Odyssey. Also es wird ein Schnellprojekt werden. Das heißt, drei Parts täglich, jeden Tag. Maximum aber. Also einer ist Minimum, drei sind Maximum. Wahrscheinlich an Wochenenden wird es auf drei hinauslaufen. Am Tag so, vielleicht auf zwei. Nebenbei wird Breath of the Wild und Resident Evil beendet. Mario Sunshine wird derweil auf Eis gelegt. Weil zwei Mario-Titel beißen sich natürlich, wenn sie gleichzeitig als Projekt gestartet werden. Ja, okay. Naja. Wird schon nicht so schwer werden. Ich schätze Mario Odyssey wieder auf 100 Parts ein. Das heißt, es wird ähnlich lange wie Breath of the Wild. Vor allem, weil ich diesbezüglich ja ganz neue Vorgaben erhalten habe. Ja, 25 Minuten und ein gewisser Inhaltsgrad müssen gegeben sein. Ja. Werde ich schon hinkriegen. Ich schätze mal so, dass ich so 3 bis 4 Missionen pro Part abhandeln kann. Also nicht wie in 64, wo ich halt 10 Sterne pro Part holen könnte. Und das ohne Probleme, also Speedrun-Möglichkeit eher nicht. Und außerdem kann ich ankündigen, dass Case Emanuel's Hack The Last Impact auf meinem Kanal 2018 veröffentlicht wird. Heißt, ich werde mir ein bisschen was an Medienkits zusammenstellen. Das heißt, für euch den Hack natürlich in die Beschreibung und alles verlinken und die ganzen Infos schreiben. Weil da kann man sicher nichts davon raussuchen. Der hat natürlich auch irrsinnige Probleme bekommen, aber was soll's. Und ich habe vergessen, mein Handy abzudrehen. Toll, ich Idiot. Ich hoffe, mir gelingt der Schnitt mit der Audiospur, dass das halbwegs flüssig klingt, weil ich habe jetzt einen Schnitt dazwischen gehabt, während ich geredet habe. Ich hoffe, ich kann das wieder so zusammen, oder vielleicht muss ich dieses eine Wort überlagern und neu aufnehmen, das weiß ich nicht. Ich hoffe allerdings, es hat funktioniert. Ja, Case Emanuel hat einen Hack zu Super Mario 64 gegeben. Der nennt sich The Last Impact. Ich habe ihn bereits gespielt, muss sagen, mit der Steuerung komme ich dank meines PCs sehr gut zurecht. Ich habe ja ein Kit für den, wo liegt der, PlayStation 3 Controller. Mit dem geht das relativ gut. Der wird, ich muss mal kurz das Datum auf meinem PC, also die, okay. Also der kommt auf jeden Fall 2018. Wenn alles gut geht und wenn alle Let's Plays bis Jänner 2018 beendet sind, dann starten wir mit The Last Impact und Super Mario Odyssey ins Jahr 2018. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Folgen ich von Odyssey drehen muss. Ich weiß nur, dass es eine relativ hohe Zahl an Spielstunden hat. Genaueres möchte ich nicht verraten. Ich habe natürlich auch teilweise meine Infoquellen und auch teilweise meine Leute, die das ausrechnen können. Ja, da kenne ich ganz gute Leute, die Game Design studieren am CAE. Aber dazu ein andermal. Ja, also wir werden es jetzt so machen. Ich werde mir Super Mario Odyssey morgen bereits holen. Und dann ist es endlich soweit. Die Mission hier ist geschafft. Ich hoffe, Rijo gibt mir bald den Donnerhelm. Ja, ansonsten luchse ich hier den auf eine andere Weise ab. Und ansonsten würde ich sagen, verdünnisiere ich mich jetzt mal. Also dann, habe ich dir eine Gamer Engineers.